Vom Flughafen Münster-Osnabrück. Wir haben 10 vor 5. Eigentlich hätte unser Flug in 10 Minuten gehen sollen. Der hat leider 1,5 Stunden Verspätung. Dementsprechend warten wir jetzt noch. Wir haben gerade was gefrühstückt und vertreiben uns die Zeit mit Instagram und Co. und gucken uns so die Menschen an. Zu Tag 1 unserer Mallorca-Reise. Heute ist der erste richtige Tag auf der Insel von Mallorca hier. Wir befinden uns im Hippotels Mediterrano. Wir sind gestern angereist, hatten gestern von dem Tag aber nicht so viel, weil die Anreise dann doch sehr anstrengend war. Wir hatten 3 Stunden geschlafen, sind dann um 1 Uhr aufgestanden, waren um 3 Uhr am Flughafen in Münster. Um 5 sollte der Flieger gehen, der ging dann tatsächlich erst um 6.30 Uhr. Und das schlaucht dann doch alles schon ein bisschen. Und ja, von daher haben wir gestern gar nicht mehr viel gemacht. Wir waren einfach nur noch eine Kleinigkeit essen hier bei uns an der Snackbar und haben uns am Pool gelegt. Waren dann abends noch essen, sind dann um 10 tatsächlich schon schlafen gegangen und haben bis heute Morgen um 8 Uhr geschlafen, ganze 10 Stunden. Sehr ungewöhnlich für uns. Ja, dafür startet ab heute quasi unser Urlaub. Heute ist geplant, ebenfalls wieder nichts zu tun. Wir wollen uns an den Pool legen und uns so ein bisschen dann den Strand anschauen. Und dann nehme ich euch da mal mit. Bis gleich. Wir sind auf dem Weg zur Langzunge zwischen Sarcoma und Calamilor. Wollen hier so ein bisschen die Gegend erkunden und ja, vielleicht eine Runde Meer schwimmen gehen. Das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Ist ja auch erst Tag 1. Aber ja, mal gucken, was uns hier so erwartet. Hier ist so ein kleiner Wald. Ich kann euch gar nicht genau sagen, was für Bäume das sind. Wenn ihr das wisst,
hilft mir da mal auf die Sprünge und ja, weiter geht's. Seid, dann nehmt euch auf jeden Fall fürs Schuhwerk mit. Die Steine sind teilweise sehr spitz und man merkt sie tatsächlich auch durch die Schuhe. Also mal eben barfuß hier rüber würde ich tatsächlich von abraten. Zieht euch einfach fürs Schuhwerk an und dann läuft der Hase schon.